Hallo liebe Tomatenliebhaber und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie vielleicht einige von euch schon gehört haben, hat Florian vom Selbstversorger-Rigotti-Kanal zur Tomaten-Challenge aufgerufen. Für alle, die nicht wissen, was es ist, habe ich das Video in die Infobox gepackt. Zu gewinnen gibt es eine Führung durch den Rigotti-Garten, ein Abendessen mit Herrn Rigotti und eine Übernachtung bei ihm. Auch ich mache jetzt bei dieser Tomaten-Challenge mit. Deshalb möchte ich heute erstmal zeigen, was für Tomaten ich alles habe. Und im weiteren Verlauf des Videos auch, wie ich die Tomaten dünge. Dann fangen wir mal an. Also die ersten vier Pflanzen, die ihr vorne seht, die hier auch schon Früchte tragen, das ist eine rote Salattomate. Den Namen weiß ich leider nicht, weil ich da ein bisschen voreilig war mit dem Wegschmeißen der Verpackung. Und ja, also wie ihr seht, die hat schon reichlich Blüten. Und auch eben schon einige Tomaten dranhängen. Ich weiß nicht, sie wird wahrscheinlich nicht so groß werden, deswegen ist sie kein geeigneter Kandidat für die Tomaten-Challenge. Da gibt es andere Tomaten hier, die sind schon eher dafür geeignet. Auch wenn ich ehrlich bin, ich habe eigentlich nicht so viele Fleischtomaten in meinem Garten, sondern ich eher so Cocktailtomaten und eben auch viele Salattomaten. So, dann geht es hier weiter. Hier haben wir zwei Pflanzen der Sorte Goldene Königin. Das ist eine gelbe Sorte. Ist ebenfalls eine Salattomate und wird eigentlich auch nicht für mich, denke ich, bei der Tomaten-Challenge an den Start gehen. Einfach auch aufgrund ihrer Größe, weil sie einfach im Gegensatz zu den Fleischtomaten einfach überhaupt keine Chance hat, sage ich jetzt mal, weil die werden vielleicht 100 Gramm, 150 Gramm vielleicht maximal. Aber ja, trotzdem hat die ein gutes Aroma und schmeckt auch wirklich gut. Da freue ich mich auch schon richtig drauf. Die hat auch hier schon viele Blüten dran. Da freue ich mich schon richtig drauf. Hier vorne haben wir dann eine Pflanze der Sorte Orange Banana. Das ist so eine etwas länglicher geformte Tomate in Orange eben, wie schon fast der Name sagt, Orange Banana. Ist von der Größe jetzt auch nicht so berauschend. Möglicherweise haben wir da mal ein großes Exemplar. Das würde mich sehr freuen. Auch diese ist, also auch die Sorte hier ist aromatisch sehr gut, finde ich. Und da freue ich mich auch schon richtig drauf. Dann hier, die da hinten, die Tomatenpflanze. Das ist eine Pflanze der Sorte Crovarese. Das ist eine Cocktailtomate, das heißt, die bildet halt sehr viel, die bildet zwar sehr viele, aber eben recht kleine Früchte aus. Deswegen ist sie auch kein Kandidat für die Tomaten-Challenge, denke ich. Dann geht es hier im Freiland weiter. Einfach auch aus dem Grund, weil ich im Tomatenhaus keinen Platz mehr habe. Hier links habe ich eine Pflanze der Sorte Moskauer Lichter. Das ist eigentlich eine Buschtomate. Von der Fruchtgröße, ich denke mal, das sind auch so knapp Früchte bis zu 100 Gramm ungefähr, schwerer werden die nicht. Also denke ich auch kein Kandidat für die Tomaten-Challenge. Dann haben wir hier eine Pflanze, nochmal der Sorte Goldene Königin. Ja, einfach aus dem Grund, weil sie eben sehr gut schmeckt. Werdet ihr noch sehen, da habe ich noch ein paar Pflanzen da von der Sorte. Dann haben wir hier nochmal drei Pflanzen von der Sorte Goldene Königin, wie ich vorhin schon gesagt habe. Ja, die hat sich bisher noch nicht ganz so gut entwickelt hier hinten. Die hat auch schon ein bisschen mehr Regen abgekommen. Ich weiß nicht. Hoffentlich trägt sie Früchte. Also sie hat auch noch keine Blüten. Aber ich finde, sie hat sich dafür, das ist jetzt in den letzten Tagen, ich rede jetzt echt von Tagen, weil in den letzten Wochen war es dann doch schon noch ein bisschen wärmer. Aber in den letzten Tagen hat es eben schon sehr viel geregnet. Wie ihr vielleicht auch am Boden da seht. Da sind übrigens die anderen zwei Pflanzen. Hat es
Hat sich eigentlich ganz gut überstanden. Noch kein Anzeichen auf Kraut- oder Braunfäule. Also dahingehend bin ich eigentlich ziemlich zufrieden damit. Deswegen schauen wir einfach dann in 2 Monaten noch mal her. Dann sehen wir, ob das geworden ist. Hoffentlich hängen dann hier auch schon Früchte dran. Naja, gehen wir zur nächsten Tomate. So, dann haben wir hier noch mal die Sorte Moskauer Lichter. Kann man nicht ganz erkennen. Moskauer Lichter. Wie gesagt, vorhin ist halt auch eine Buschtomate. Steht jetzt hier im Topf. Ja, hat jetzt hier auch schon eigentlich ganz gute Blütenansätze. Vielleicht kann man es erkennen. Ich zoome Da gleich kann nochmal man, drauf denke einfach. Die Blütenansätze noch mal ein bisschen besser erkennen. Bin ich eigentlich recht zufrieden damit. Die ist jetzt erst seit ca. 2 Wochen aus, ne? Ich tue ja einfach immer, wenn es regnet, unter das Dach stellen. Dann geht es eigentlich ganz gut. So, dann kommen wir hier zur Tomate. Subarctic Plenty. Reinstecken. Das ist eine aus Russland stammende, sehr früh reifende Tomate. Finde ich auch ganz toll. Ist für mich aber auch kein Kandidat für die Tomaten-Challenge, weil sie eben auch recht kleine Früchte ausbildet. Ja, ich muss euch noch, ich kann euch dann auch noch gleich die Blütenansätze zeigen von der Subarctic. Finde ich auch, sehen schon toll aus. Ich denke mal, in 1, 2 Wochen können wir doch schon die ersten Tomaten dann beobachten. Ne? Freue ich mich auch schon richtig drauf. So, hier haben wir die Blütenansätze. Wie ihr seht, haben wir hier sogar schon die zweite Fuhre sozusagen an Blüten. Ne? Hier sind schon, könnt ihr es nochmal sehen, sind schon 2 aufgegangen, so groß. Ja, ich hoffe mal dann, dass wir in 1 bis 2 Wochen dann mit den ersten grünen Tomaten von der Subarctic Plenty rechnen können. Die Subarctic Plenty wird ja auch sehr früh reif, deswegen kann man die auch wahrscheinlich schon ab Juli ernten, was ich eigentlich auch super toll finde. So, kommen wir nun zu meinem Kandidaten für die Tomaten-Challenge 2018. Ich muss sagen, ich habe alle Tomaten vorgezogen, jetzt bis auf diese hier. Weil ich eben auch recht spät erfahren habe, dass es diese Tomaten-Challenge gibt, habe ich auch eben eigentlich keine Fleischtomate vorgezogen gehabt. Deswegen habe ich mir jetzt dazu entschieden, einfach eine Ananastomate zu kaufen. Die Früchte sollen von dieser Sorte eben bis zu über 1 Kilo groß werden, was ich einfach super finde. Sollen gutes Aroma haben. Ich habe es selbst noch nie probiert. Das werden wir dann sehen. Was ich auch noch dazu sagen so, möchte, es ist kein F1-Hybrid. Also die anderen sind auch alle keine F1-Hybride. Aber wenn man, ich möchte es lieber noch dazu sagen, weil im Baumarkt mittlerweile fast alle Pflanzen, die es zu kaufen gibt, eben F1-Hybride Sorte, sind. muss ich sagen, die hat auch sehr interessante Blütenansätze, ganz viele Verzwirbelungen auch hier und vor allem innen drin, ich weiß nicht, sowas habe ich eigentlich noch nie gesehen, ja, irgendwas Braunes, ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr mir mal in den Kommentaren beantworten, was es ist, weil ich habe das eigentlich noch nie gesehen bei einer Tomate, würde mich mal interessieren, was es ist. So, kommen wir nun zum zweiten Teil des Videos, eben wie ich meine Tomaten dünge. Also ich mache das eigentlich immer so. Ich mische den Tomaten, bevor sie eingepflanzt werden, einfach schon mal ein paar Hornspäne in die Erde rein. Die dienen eben als Langzeitdünger. Ja. Dann in das Pflanzloch direkt rein gebe ich dann noch eben Tomatendünger, auch organischen. Mit Guano und alle 4 Wochen wird es dann eben wiederholt. Dann kommt dann wieder ein Tomatendünger mit Guano rein. Wenn ich jetzt sehe, dass Pflanzen so ein bisschen kränkeln oder einfach schwächer sind oder eben einfach mal so ein bisschen Dünger brauchen,
Dann verwende ich auch gerne so einen Flüssigdünger, der eben recht schnell in die Erde geht und die Pflanze eben auch schnell mit Nährstoffen versorgt. Weil bei diesen Düngern, die ich jetzt hier habe, die müssen eben erst aufgelöst werden. Das dauert eben ein paar Tage. Bei den Hornspänen natürlich eher ein paar Wochen als ein paar Tage. Aber bei dem Tomatendünger muss ich sagen, geht es eigentlich verhältnismäßig schnell. Der ist in ein paar Tagen eigentlich zersetzt und dann in der Erde. Dann kommt auch der Pflanze zugute. Und wenn euch das Video jetzt gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Kommentar oder ein Like da oder abonniert auch meinen Kanal. Schaut auf jeden Fall auch beim Selbstversorger Rigotti vorbei, die diese Challenge ins Leben gerufen hat. Wie gesagt, das Video zur Tomaten-Challenge verlinke ich direkt unter dem Video hier. Dann macht's gut, ciao, bis zum nächsten Mal.